Ja, was wünschst du dir denn von uns als Politiker, Politikerinnen? Also ich kann nur sagen, macht weiter so, haltet dagegen. Also gegen die rechten Fraktionen im Europaparlament, die Natur momentan als Spielmasse benutzen. Ne, also im Zweifelsfall, was geben wir den Leuten? Steuersenkung können wir nicht machen. Ja, was sollen wir machen? Also auch CO2-Bepreisung, auch unpopulär. Aber im Zweifelsfall opfern wir die Natur. So, und dann werden zum Beispiel diese 4% Brachflächen im Ackerbau, die werden einfach geopfert. Ne? Ist auch so Sachen wie diese Agrardieselbesteuerung, gut, das ist jetzt dann eher ein deutsches Thema. Aber grundsätzlich, wie die Anerkennung von Biomasse als klimaneutrale Heizmaterial, ne, womit noch mehr Wälder ausgeplündert werden. Also ihr habt ja schon überall gegengehalten. Also mehr kann man halt nicht machen. Wir leben in der Demokratie und wenn die Mehrheit sagt, wollen wir nicht, kann man daran nichts ändern. Aber ich wünsche mir, dass ihr die Kraft habt, weiter lautstark gegenzuhalten. Also anders geht's nicht. Das machen wir ja auch, ne, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich mit unseren Seminaren und irgendwelchen anderen Dingen. Ich hoffe einfach, dass wir bald Mehrheiten kriegen. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar heiße Sommer, dann kapieren es auch die anderen. Ja, das haben wir ja jetzt festgestellt. Griechenland war eigentlich immer auf der Seite der Bremser, was so Klimaschutzpolitik angeht und so. Bis denen jetzt im letzten Jahr stand ja ein Viertel der Agrarfläche Griechenlands unter Wasser. Ja. Unglaublich, die haben wahnsinnige Schäden gehabt, Ausfälle gehabt, auch Leute gehabt, die gesagt haben, ich ziehe da nicht mehr hin. Mhm. Ja, also ich kann das psychisch, emotional nicht. Ich muss diesen Hof aufgeben, selbst wenn ich ihn wieder in Schwung kriegen würde, ich schaffe das nicht. Und seitdem ist die griechische Regierung doch deutlich aufgeschlossener, wenn es eben um solche Maßnahmen geht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sind hier in sozusagen fast Steinwurfweite vom Ahrtal und da sehe ich jetzt, ich sage es jetzt mal so, nicht überall die Erkenntnis sprießen. Nee, also was wir hier im Ahrtal erlebt haben, das war schon wirklich hart, weil hier jahrelang jeder gemacht hat, was er wollte, auch die Bauunternehmen. Also das Ahrtal außerhalb der Dörfer hat schwer gelitten unter den Umgestaltungstätigkeiten des Ahrtals. Also das war so ein bisschen Wilder Westen, ne? So habe ich es zumindest erlebt aus meiner Sichtweise. Und ich habe da zum Beispiel auch die Behörden vermisst, die sich bei Naturschutzgebieten mal vor die Bagger gestellt hätten. In den Dörfern selber, die Menschen, die haben Furchtbares erlebt und dass die teilweise auch wieder in den Flutgebieten aufbauen, das hängt damit zusammen mit den Versicherungen, Baugenehmigungen. Also da möchte ich nicht in deren Haut stecken. Aber außerhalb die Renaturierungsmaßnahmen, die sind meines Erachtens fachlich katastrophal gelaufen. Aber mir ist noch was eingefallen, was für einen Wunsch ich hätte. Und zwar, dass Beschlüsse bzw. Abstimmungen in die Sommermonate grundsätzlich verlegt werden. Ich weiß, das sind Schulferien, ganz schlecht. Aber wenn man über Klimawandel entscheiden soll und es regnet und wir haben so ein Wetter wie heute, dann denkt man, ach na ja, also so ein bisschen wärmer und ganz so dramatisch ist es nicht. Es ist wirklich regelmäßig zu beobachten. Das steht in den Schlagzeilen, auch das Thema Waldbrände, Hitze, Dürre und so weiter. Und sobald im Oktober der Regen einsetzt, ist das Thema vom Tisch. In der Allgemeinheit, in der Politik sicher nicht. Aber es ist dann schwerer, Mehrheiten zu organisieren. Mhm. Mhm.